Große Runenkrieger kehren wieder, um uns zu helfen. So in etwa. Sie erhofft sich Heilung von ihrem Fluch. Könnt ihr das bewirken, Skerg? Bewirken ich das nicht kann. Das ist schade. Zu mächtig ist der Geist, der umschließt ihre Seele. Hulus Macht reicht nicht aus, um den Bann zu vertreiben. Sie sich stellen muss den Mächten, die sie quälen. Setrius. Wie soll das geschehen? Nur derjenige, der ihr diesen Fluch auferlegt hat, sag ich ja, kann ihn auch von ihr nehmen. Dunhan. Hinter seinen Kriegern und Mauern sitzt er. Wahnsinn wohnt in seinem Geist. Aber Setrius, sein Bruder, er helfen euch wird. Folgt dem Weg nach Nordosten, dort Setrius sein Lager hat, aber viele Kithar und Kriecher auf dem Weg. Aber euch helfen, das werden wir. Unsere Hütten und Land könnt ihr nutzen, denn mehr Soldaten werdet ihr brauchen für den Marsch. Vielen Dank, lieber Skerg. Ich dachte eigentlich, dass es andersrum ist. Schnell. Dass Dunhan uns helfen wird, Setrius zu besiegen, aber gut. So kann man sich irren. Was ist denn das für einer? Wow, der ist schon Stufe 5. Das ist wirklich ein ganz weiter Marsch. Waldläufer. Setrius, okay, der sieht nett aus. Und die Waldläufer werden sich uns wahrscheinlich dann anschließen. Hier kommen wir dann wahrscheinlich erst später hin. Schnell! Gut, ich werde jetzt das erstmal erhöhen. Schnell! Lenia können wir hier sammeln, ganz wichtig. Mir nach. Aber dafür werden wir erstmal das Monument aktivieren müssen. Fischerhütte haben wir hier auch. Gut. Ich würde fast sagen. Dorthin also. Was ich jetzt? Bin müde. Ich hole mir hier die ganzen Arbeiter. Keine Last. Ja. Gut. Denn seien wir mal ehrlich, wer braucht noch Holzfäller, wenn wir 4000 Holz haben? Keiner. Lauft. Der Schläger kommt auch mal zu mir. Tue wie befohlen. Und los. Novizenhelm. Ach, der ist für weiße Magie. Der sah so metallisch aus, da dachte ich, wow, das könnte was sein, aber nein. Schnell. Zu früh gefreut. So. Räumen wir das Feld mal von hinten auf. Die werden jetzt erstmal fleißig Lenia für mich sammeln. Ist zwar nicht so viel. Um genau zu sein, reicht das auch nur für... Ja. 13 ungefähr. Nicht zurückweichen. Kämpft, Männer. Stirb, Kita Plänkler, stirb. Du wirst niemandem Bescheid sagen. Du bist umzingelt. Du kannst auch gerne von der Klippe springen, wenn du willst. Ich stelle dir gerne einen Bein. So. Die drei noch. Dann haben wir auch 30 Arbeiter. Schnell. Hier sind Monster in der Nähe. Ach ja, genau. Das sind sie ja. So. Einer geht auf jeden Fall noch für das Nahrungslager drauf. Ist dorthin also. Dann kann ich hier eigentlich noch eine Jagdhütte hinstellen. In die Schlacht. Zu dem Lauf. Nach vorne, immer nach vorne. Für die Freiheit. Ein Gegenangriff. Haben wir eigentlich bisher irgendwas Nützliches noch gefunden? Die Hose hier ist ganz gut. Ausdauer plus 3. Dann haben wir einen Ring. Rüstungsklasse 4. Ausdauer und Charisma plus 1. Das ist auch gut. Dieser Helm ist auch gut. Stärke plus 4. Wow. Blondie, du erstrahlst in neuem Glanz. Und ich muss sagen... Hut ab. Nee, Hut lieber auf. Der bringt immerhin Stärke plus 4. So.
ist was. Einmal ins Nahrungslager, bitte. Hier kommen schon die restlichen Sklaven. In die Fischerhütte. Einer kann noch in den Keulenschnitzer, das erhöht die Geschwindigkeit, mit der wir Einheiten produzieren. Was wollt ihr? Ihr setzt mir hier noch eine Jagdhütte hin. Ja, ja. Sehr gut. Ach, in die Schamanhütte muss auch noch einer. Was jetzt? Na los. Ja. Die restlichen fünf machen mir einfach nochmal eine Holzfällerhütte hier. Das Gebäude ist einsatzbereit. Damit sie auch irgendwie beschäftigt sind. Schnell. Was liegt mir wie befohlen? So. Richtig. Ah, Moment. Was brachte die Erweiterung? Totem erhält Schildverweise, Zauberkräfte und einen vergifteten Speer. Das Problem ist, dass das 250 Linia kostet. Und ich nur sehr wenig davon habe. So. Dann bleiben wir erstmal kurz bei Schlägern noch. Die sich jetzt auch relativ schnell produzieren lassen, oh Gott. Sofort. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Handwerker sind zu weit rausgegangen. Und zwar überall, was soll der Mist? Woher ist man dabei? Ja, nicht gut. Sarah, hilf! Vorwärts! Zur Ehre Aonias! Da oben haben wir. Ach, da oben haben 1400 Lenia, sehr gut. Das sollte den Bedarf, den wir dann haben, werden decken. Oh Gott. Da kommt eine riesige Armeekita. Gut. Hauen wir sie weg. Das dürfte interessant werden. Gut. Vorwärts, vorwärts. Lauft. Sieht aber gut für uns aus. Mir nach. In Deckung. Ihr geht mal kurz in dieses Lager. Was liegt an? Nicht zurückweichen. Bin schon auf. Ja, hau ruhig für Herz drauf, Grimm. Da haben wir auch nochmal Lenia, wow. Also ich ziehe mein. Meine Aussage zurück, dass wir hier wenig Lenia hätten. Bin schon auf halbem Weg. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Wir sind hier ohne Schutz. Ach, das sind meine. Meine Jäger sind das, die hier reihenweise draufgehen. So, Vipernschild. Machen wir mal das mal. Verbesserung ist fertiggestellt. Zu den Waffen. Ich rieche Blut. Krieg. Bin schon auf halbem Weg. Und bevor die Kita sofort mich hier noch weiter ärgern, sofort werde ich jetzt mal ihre zweite Basis hier noch mit einreißen. Das sind auch nur ganz normale Kita. Kein namhafter dabei. Folgt mir. Und dann werden wir uns hier unten noch ein bisschen austoben und dann haben wir erstmal alles bis zu dieser Grenze hier wenigstens schon mal befreit. Vorwärts. Zur Ehre Aonias. Wir werden angegriffen. Ich weiß, dass wir angegriffen werden. Ich sehe es auf meinem Bildschirm. Das große, viereckige oder rechteckige, wie man es nimmt, Ding. Wohin? So. Ich kann schon mal die ersten Totems bauen. Gut, sind jetzt nur zwei. Unser Lenia ist hier auch schon alle. Keine Last. Gehen wir als erstes mal hier hin. Gut, das ist jetzt natürlich schlecht, denn wir haben keinen Lenia-Sammler. Ich wusste doch, hier würde etwas nicht funktionieren. Den Plan haben wir wahrscheinlich auch nicht. Ne, wir haben nur das Haupthaus. Blöd gelaufen. Wieso geht ihr eigentlich raus? Ihr sollt reingehen und alles kaputt machen.
für den Clan. Das haben wir doch auf deiner letzten Fortbildung gelernt, Jungs, also. Ach, da kommt noch einer. Clanbrüder zu mir! Helf mal deinen Freunden hier. Nicht zurückweichen! Was liegt an? Ist was? So, was wollte ich mit denen? Ich vorwärts, vorwärts. Die wollte ich erstmal hochschicken. Jawohl! Super, hier war alles weg. Und ich würde sagen, wir speichern jetzt erstmal das Spiel. Storm Cleaver Rocks. Sturmfelsen. Und in der nächsten Aufnahmesession geht es dann weiter mit Let's Play Spellforce The Breath of Winter. Bis dann.